Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel bei 04 Leverkusen gegen Spielvereinigung Greuther Fürth. Endstand 7:1. Ich bitte um Nachsicht und bedanke mich für die Geduld, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Ich begrüße die beiden Cheftrainer Stefan Leitl und Gerardo Seoane und möchte bitte den Gästetrainer zunächst um seinen Kommentar zum Spiel bitten. Herr Leitl, bitte. Dankeschön. Ja, erstmal Entschuldigung nochmal, dass es so lange gedauert hat, vor allen Dingen an Gerardo auch und an Sie. Wir mussten ein paar Wunden lecken in der Kabine, deswegen hat es etwas länger gedauert. Nochmal danke für Ihr Verständnis. Ja, erstmal Glückwunsch an Bayer Leverkusen zu einem völlig verdienten Sieg. Ja, was sagt man nach einem 7:1? Es ist immer schwer, da die passenden Worte zu finden. Ich war zufrieden mit unserer ersten Hälfte, die wir gespielt haben. Hatten wir gute Abläufe, wir hatten gute Momente im Spiel gegen den Ball, gute Ballgewinne. Ich glaube, wir haben auch sehr ordentlich Fußball gespielt. Ja, in meinem Empfinden sind da zwei Entscheidungen getroffen worden, die ich so nicht nachvollziehen kann. Zum einen beim Ausgleichstreffer von uns. Erkenne ich kein Abseits und auch kein aktives Eingreifen von Max Christiansen. Und ich glaube, dass, wenn man sich die Szene dann nochmal vorm 2:0 ansieht, den Ringkampf mit Branimir Hrgota, dann kann man da auch auf Foul entscheiden. Trotzdem sind wir rangekommen. Was unglücklich war, war das 3:1 kurz vor der Hälfte. Haben uns dann in der Pause vorgenommen, diesen 2-Tore-Abstand so lange wie möglich zu halten, um vielleicht nochmal mit einem Anschlusstreffer ranzukommen. Und ich glaube, ja, dann ist das 4:1 einfach zu früh gefallen. Und ja, dann einfach auch Kompliment an Bayer Leverkusen und die Art und Weise, wie sie dann gespielt haben. Positionsspiel, individuelle Klasse, ja, muss man einfach einen Hut davor ziehen. Und deshalb haben wir auch in der Höhe dann verloren. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan Leitl. Gerardo, bitte. Ja, vieles schon gesagt. Ich glaube, dass die erste Halbzeit ausgeglichen war, dass wir sicher dieses 3:1 zum richtigen Zeitpunkt geschossen haben. Wir haben in der ersten Halbzeit Mühe gehabt, uns zu entfalten, richtig Druck auf das gegnerische Tor zu machen. Und ja, insgesamt, wenn ich auf die Statistik schaue, bei 13 Torschüssen und 7 Toren, das ist natürlich extrem effektiv, extrem kaltschnäuzig, spricht auch für die Qualität, individuelle Qualität von unserer Mannschaft, die aus sehr wenig, aus sehr, sehr viel rausholt. Kompliment der Mannschaft für den Sieg, egal auch wie hoch das er ist, gibt immer 3 Punkte. Jetzt gilt es, den Fokus auf das nächste Spiel zu setzen. Danke, Gerardo. Jetzt Ihre Fragen. Philipp Ahrens von der Bild-Zeitung, bitteschön. Ja, Frage an Herrn Leitl. Im Grunde genommen sind es 2 Fragen. Sie haben gerade von Wundenlecken in der Kabine gesprochen. Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Geht es da um Verletzungen? Und die andere Frage ist, wie werden Sie das schaffen oder wie können Sie es schaffen, immer wieder mit solchen Tiefschlägen, die Ihre Mannschaft ja leiden muss, umzugehen? Danke. Ja, seelische Wunden mussten wir lecken. Gott sei Dank keine Verletzungen, weil die können wir jetzt in unserer Situation gar nicht mehr gebrauchen. Da haben wir eh schon viele hinnehmen müssen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch die richtigen Worte in der Kabine nochmal gefunden. So wie ich es auch schon jetzt gerade erläutert habe, genau so haben wir mit den Jungs auch gesprochen. Wichtig ist jetzt einfach wieder Kraft zu tanken, den Kopf frei zu bekommen und sich dann gut auf das nächste Spiel vorzubereiten. Und wir haben von einem Ansporn gesprochen. Wir haben jetzt noch 2 Heimspiele und in diesen 2 Heimspielen wollen wir dann auch für unseren Verein was Historisches schaffen und das heißt dann auch diesen ersten Bundesliga-Heimsieg schaffen und das haben wir uns jetzt auf die Fahne geschrieben und daran werden wir ganz hart arbeiten und ja, so der Weg für die kommenden 2 Wochen. Philipp Ahrens nochmal. Ja, Frage an Herrn Seoane. Historisches hat der Patrick Schick geschafft, erster Leverkusener Spieler in der Bundesliga-Geschichte mit 4 Bundesliga-Toren. Sie haben eben von dieser individuellen Klasse gesprochen. Man sieht hier auf dem Statistikblatt 4 Schüsse, 4 Tore. Wie wichtig ist der unabhängig von seinen Toren? Man hat das Gefühl, dass mit der Rückkehr von Schick es wieder ein ganz anderes Spiel ist bei euch. Wir haben immer betont, wir brauchen einen Mittelstürmer, ob jetzt das
Patrick oder Lucas Alario ist, die, der ähnliche Qualitäten hat, ist extrem wichtig für uns, um den, die gegnerischen Innenverteidiger ein bisschen zu fixieren, um diese Bälle auch im 16 Meter zu verarbeiten. Beide Stürmer sind sich gewohnt, auch diese Laufwege an den ersten, auf den ersten Pfosten zu machen. Ja, und dann mit Lukas oder mit Patrick entfaltet sich auch unser Mittelfeld besser. Ja, und beide Spieler haben extreme Abschlussqualitäten, sind sehr effizient, auch im Training, beherrschen die Abschlüsse mit Kopf, mit Fuß, links, rechts, laufen sich in diesen engen Räumen gut frei. Darum sind das sehr wertvolle Spieler. Eine Frage von Michael Fischer. Ja, guten Abend aus Fürth. Eine Frage an Stefan Leitl. Ihre Mannschaft hat jetzt in den letzten drei Spielen 17 Gegentore kassiert. Das war wieder der erste Schuss drin. Beim 2:0 standen zwei Leverkusener frei, auch wenn womöglich ein Foul an Regota war. Jetzt ganz direkt die Frage, warum wird denn die Defensive derzeit von Spiel zu Spiel schlechter, und daran angeschlossen, wollen Sie weiterhin so offensiv agieren, nachdem es ja in den letzten Spielen eben zu diesen benannten 17 Gegentoren geführt hat? Ja, ich weiß nicht, ob wir heute so offensiv gespielt haben. Ja, wir waren deutlich tiefer gestanden als in den vergangenen Wochen oder vor allen Dingen im letzten Spiel gegen Hoffenheim. Und ich finde, wir haben das in der ersten Hälfte auch gut gemacht. Ja, das erste Tor, da geht es halt sehr, sehr schnell. Wir kommen in der tiefen Verteidigung da leider nicht hinterher und nehmen den Laufwege aus dem Zentrum nicht mit auf. Das ist aber auch eine Qualität, die man dann auch anerkennen muss. Anders ist es sicherlich bei dem 2:0 beim Freistoß, dass ich da einfach an meinem Mann bleiben muss, das ist klar. Trotzdem ist das für mich ein irreguläres Tor. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich mich bedanken bei Ihnen. Kommen Sie alle gut nach Hause, bleiben Sie gesund. Lassen Sie sich impfen, wenn Sie es noch nicht getan haben. Alles Gute Ihnen im weiteren Sinne. Ciao.